Hallo, meine lieben Zuschauer, und weiter geht's. Wir wollen jetzt mal gucken, wie, wo, was jetzt mal weitergeht. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Commander, Sie wirken so blass. Leiden Sie unter den Nachwirkungen der Dechiffrierung? Die Dechiffrierung hat mich mitgenommen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich besitze große Fachkenntnisse über die Proteaner. Wenn ich jetzt unser beider Bewusstsein verbinden würde, können wir vielleicht einige Bilder deuten. Tun Sie es, aber beeilen Sie sich, wir haben nicht viel Zeit. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. All die Zeit, all meine Forschung. Ich hätte nie gedacht, dass... Tut mir leid. Diese Bilder waren so real. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Erfahrung so intensiv wäre. Sie haben einen bemerkenswert starken Willen, Commander. Was Sie durchgemacht und gesehen haben, hätte jemanden mit schwächerem Willen vernichtet. Haben Sie irgendetwas gesehen? Der Sender auf Eden Prime muss stark beschädigt gewesen sein. Es fehlen große Teile der Vision. Die Daten, die dem Commander übertragen wurden, sind unvollständig. Sind Sie sicher, dass darin kein Hinweis enthalten war? Irgendetwas, das wir übersehen haben? Sie wissen schon alles, was ich gesehen habe. Sie hatten recht bezüglich der Reaper. Die Proteaner wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht. Offensichtlich gibt es einen Zusammenhang zwischen den Reapern, dem Verschwinden der Proteaner und der Röhre. Aber ich habe nichts Bestimmtes gesehen, das uns helfen könnte. Was machen wir jetzt? Im Grunde habe ich ja die in Ihren Visionen enthaltenen Daten lesen können. Zumindest das, was da war. Aber etwas fehlte eben. Saren muss die fehlenden Informationen haben. Vielleicht hat er einen anderen Sender gefunden. Wenn wir die fehlenden Daten der Vision finden könnten, dann... Oh... Tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr... anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Dr. Chuck, was sollte sie besser untersuchen? Das ist nicht nötig. Ich brauche nur etwas Ruhe. Etwas Stille. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Ich habe den Bericht über Pharos gesendet, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Commander, Exo-Jenny hätte uns von dem Torianer erzählen sollen. Dann hätten Sie es wesentlich einfacher gehabt. Nur schade, dass sie ihn nicht für Studienzwecke gefangen nehmen konnten, anstatt ihn zu vernichten. Bei einer solchen Kreatur gibt es nur einen einzigen Studienzweck. Herauszufinden, wie man sie tötet. Es geht immer nur um das Töten. So gehen Sie Menschen mit Dingen um, die Sie nicht verstehen. Ach, ich kann diesen Turianer auf den Tod nicht aufstehen. Auf Wiedersehen, Botschafterin. Die Verbindung wurde unterbrochen, Ma'am. Dr. Zoni? Commander? Wir müssen reden. Alle drei. Ups. Eine eher peinliche Situation. Ich wollte niemanden brüskieren. Ich versuche nur herauszufinden, wo ich stehe. Vielleicht können wir die Situation irgendwie lösen. Ich denke, dass wir das müssen. Ich weiß zwar nicht viel über menschliche Beziehungen, aber ich kenne die Bedeutung der Eifersucht. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich bin verwirrt. Ich dachte, zwischen uns wäre etwas Besonderes. Ich wusste nicht, dass du nun andere Frauen bevorzugst. Genau genommen bin ich keine Frau, Lieutenant. Die Asari haben nur ein Geschlecht. Ja, aber sie sehen aus wie... Schon gut. Du musst deine Wahl treffen. Wenn du dir, was mich betrifft, nicht sicher bist, dann wird das wehtun, aber ich werde klarkommen. Aber ich muss es von dir erfahren, um damit klarzukommen. Warum muss ich eine Wahl treffen? Vielleicht könnten wir drei, ja. Nein. Tut mir leid, Shepard. Wenn ich das gewusst hätte. Aber auch egal, vielleicht gehören wir wirklich nicht zusammen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich habe noch viel zu tun, Commander. Missionsberichte. Solche Sachen eben. Sie wissen ja, wie das ist. Ups. Er tut mir leid. Ich hoffe, dass er damit klarkommt.
Kaidan ist ein Marine. Er wird drüber hinwegkommen. Da haben Sie wohl recht. Tut mir leid, dass ich Sie in diese Position gebracht habe. Aber es fühlt sich gut an, dass Sie mich gewählt haben. Ich denke, wir sollten diese Unterhaltung nicht im Kommraum weiterführen, Shepard. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie sich privat mit mir unterhalten wollen. Ich dachte eigentlich, das mit Liara hätte sich erledigt. Nachdem man sie da nicht mehr oder weniger abgelehnt hat. Naja, okay, gut. Dann wollen wir jetzt nochmal bezüglich der letzten Mission mit den Crewmitgliedern hier reden. So, gehen wir erstmal zu Liara. Dr. Shuckwas hat zu den ganzen Missionen offensichtlich generell nie irgendetwas zu sagen. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Okay, gut. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich etwas fragen wollen, Commander. Ich unterhalte mich gern mit Ihnen, Liara. Über welches Thema Sie wollen? Sie waren sehr verständnisvoll, Shepard. Sehr geduldig. Ich weiß das zu schätzen. Ich weiß, dass es einige seltsame Ansichten über mein Volk gibt. Ich kenne die Legende über die Promiskuität der Asari. Aber diese Gerüchte basieren im Allgemeinen nicht auf der Wahrheit. Wenn sich ein Mitglied meines Volkes mit einem Individuum einer anderen Spezies vereint, so ist das ein sehr tiefer und spiritueller Austausch. Wir gehen so eine Verbindung nicht leichtherzig ein. Bei Ihnen klingt das fast mystisch. Eine wahre Einheit geht weit über eine gewöhnliche Verschmelzung hinaus. Es ist eine Verbindung, die das physikalische Universum übersteigt. Zwei werden eins. Gedanken und Sinne verschmelzen. Identitäten vermischen sich. Erinnerungen und Gefühle verweben sich miteinander und werden zu einem einzigen, verzückten Ganzen. Es ist mit keiner anderen Erfahrung zu vergleichen. In gewisser Weise kann dieses Ereignis das ganze Leben verändern. Das klingt unglaublich. Wollen Sie damit sagen... Oh nein! Ich bin nicht besonders gut darin, was? Tut mir leid, Shepard. Ich wollte Ihnen bloß erklären, warum ich so zurückhaltend gewesen bin. Die Verbindung ist mehr als bloß Sex. Sie ist das Lebensblut meiner Spezies, die Art, auf die wir uns vermehren und als Gesellschaft wachsen. Darum habe ich nie... Ich meine, darum müssen wir uns unsere Partner mit großer Sorgfalt auswählen. Ja. Ich möchte, dass Sie sich dessen absolut sicher sind, Liara. Ich bin erst 106 und nach Asari-Maßstäben damit gerade erst erwachsen. Und ich habe den Großteil meiner Zeit mit meiner Forschung verbracht. Ich habe nie wirklich daran gedacht, erst als ich Ihnen begegnet bin. Sie sind für mich etwas Besonderes, Shepard. Aber nach allem, was geschehen ist, Saren, die Geth, die Reaper, weiß ich nicht, ob wir bereit dafür sind. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Begierig ist nicht dasselbe wie bereit, Shepard. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Wir müssen unsere persönlichen Gefühle ignorieren und uns darauf konzentrieren, Saren aufzuhalten. Ich wünschte, es wäre anders, aber wir müssen alle Opfer bringen. Lassen Sie uns über etwas anderes reden. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. Okay. Gut, dann rennen wir jetzt mal zu Kaidan. Brauchen Sie was, Commander? Ja. Es geht um Liara und mich. Ist zwischen uns alles in Ordnung? Ich bin nicht mehr in der Highschool, Shepard. Ich bin enttäuscht. Sicher, ja. Aber Sie haben sich entschieden. Ich werde meiner Pflicht nachgehen. Machen Sie sich da mal keine Sorgen. Sie sind ein guter Mann, Kaidan. Es tut mir leid, dass es nicht geklappt hat. Vergessen Sie es einfach, okay? Wie Pascal sagte... Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Sie macht den Anschein eines netten Mädchens, Ma'am. Ich hoffe, dass Sie glücklich miteinander werden. Was denken Sie über die letzte Mission?
Ich bin nur froh, dass es nicht mehr Aliens wie den Torianer gibt. Ich glaube nicht, dass mein Magen das ertragen würde. Sie haben einen klasse Deal mit Jong ausgehandelt. Wenn ich je ein Knöllchen wegen Raserei bekomme, möchte ich, dass Sie mich vertreten. Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ich hätte nicht gedacht, dass Sie bei all dem noch Zeit zum Reden haben. Es muss doch ein paar Xenobiologen geben, die etwas über den Torianer nachlesen wollen. Der Papierkram läuft nicht weg. Haben Sie was auf dem Herzen? Ich suche nur nach einem offenen Ohr. Die Nachbesprechung war nicht der richtige Ort, um zu sagen, wie lächerlich das ist. Scheinbar ist jede Rasse der Galaxis mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Sie wollen nicht sehen, was ihnen bevorsteht. Wollen Sie glauben, alles sei in bester Ordnung? Klingt sehr menschlich für mich. Ja. Ich schätze, einige Dinge werden problemlos von Spezies zu Spezies weitergegeben. Ich sollte das nach dem, was Vernus zugestoßen ist, lieber nicht vergessen. Ich denke, dass Sie sauer sind wegen der Prügel, die Sie von Vernus erhalten haben. Bevor ich Vernus traf, wusste ich genauso viel wie jeder andere Zivilist. Aliens waren seltsam, überlegen und versuchten uns vorzuschreiben, was wir zu tun haben. Seit dem ersten Kontakt sind ja auch erst 26 Jahre vergangen. Das ist nicht gerade viel Zeit, sie zu verstehen. Es war Vernus, der mir gezeigt hat, wie menschlich Aliens sind. Sie sind nicht anders oder besonders. Es sind Trottel und Heilige, genau wie wir. Himmel, als ich endlich meine Rache bekam, wollte ich sie nicht mal mehr. Normalerweise sind sie nicht so reizbar. Was war letztendlich passiert? Er hat Rana verletzt, ihr den Arm gebrochen. Sie griff nach einem Glas Wasser, anstatt es biotisch zu sich heranzuziehen. Sie wollte einfach nur was zu trinken haben, ohne Nasenbluten zu bekommen. Und ich stand auf, wie ein Idiot. Ich wusste eigentlich gar nicht, was genau ich dann tun wollte. Nur irgendwas. Und Vernus verlor die Nerven. Er prügelte mich halb tot. Und dabei schrie er immer wieder, dass sie uns in die Steinzeit zurückbomben hätten sollen. Und in dem Moment kam das Messer ins Spiel. Ein Militärmesser. Direkt in mein Gesicht. Ich rastete völlig aus und trat ihm mit meinen biotischen Kräften voll in die Zähne. Fast so fest, wie ich es jetzt könnte. Und mit 17 soll das schon was heißen. Sie haben eine Frau beschützt, die Ihnen am Herzen lag. Das ist doch was Gutes. Vielleicht waren meine Intentionen gut, aber ich habe die Kontrolle verloren. Ich habe ihn getötet, Shepard. Der Tritt brach ihm das Genick. Sie hätten ihn vielleicht retten können, wenn sie ihn schnell genug ins Krankenhaus gebracht hätten. Aber das taten sie nicht. Sein Rücktransport sorgte für großes Aufsehen. Das BAAT-Training wurde eingestellt. Kinetics war einige Jahre später am Ende. Also ja, wahrscheinlich hasste ich diesen Torianer. Ich meine, wenn ein Arschloch reichen würde, eine ganze Rasse zu beurteilen, dann müsste ich auch die Menschen hassen. Vernünftige Einstellung. Behalten Sie einen kühlen Kopf, dann werden wir prima klarkommen. Vernünftig zu bleiben ist ungefähr alles, was uns geblieben ist. Jeder andere in der Galaxis scheint den Verstand verloren zu haben. Anwesende natürlich ausgenommen. Würde ich auch gehofft haben. Gut, dann gehen wir es mal runter und dann quatschen wir nochmal mit den anderen. Und danach, ja, Aufnahme Würmeier, ne? Commander, ich wollte Ihnen danken. Wofür, Garrus? Für all das, dass Sie mich mitgenommen haben, dass ich Teil Ihres Teams sein durfte. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe viel über das nachgedacht, was Sie gesagt haben. Darüber, dass die Gefahr sofort beseitigt werden muss, ungeachtet des Preises, der dafür zu zahlen ist. Sie hatten recht. Sie hatten auch in Bezug auf Dr. Saleon recht. Es war die beste Lösung, ihn zu töten. So wissen wir, dass er anderen nie wieder Schaden zufügen wird. Ich bin froh, dass Sie es so sehen. Denken Sie daran, wenn wir Saren begegnen. Keine Sorge, Commander. Das werde ich. Commander? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Ich sollte lieber wieder an die Arbeit gehen, Skipper. Gewehre warten sich nicht von allein. Zumindest bis jetzt noch nicht. Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Man muss diese Kolonisten irgendwie bewundern. Das ist der schlimmste Platz für eine Kolonie, den ich je gesehen habe. Angesichts der Aussicht würde ich zusehen, dass ich verschwinde. Wegtreten, Chief. Ma'am? Ist zumindest nie langweilig mit Ihnen, Commander.
Waren Sie schon einmal auf Missionen wie unseren? Ob ich die Welt schon einmal vor der sicheren Vernichtung retten durfte? Nein. Aber ich habe schon einige andere Abenteuer erlebt. Gab es dabei einige besonders interessante Geschichten? Ja, ein paar. Ich erinnere mich zum Beispiel an diesen Volus-Diplomaten. Was für ein Arschloch. Also scheinen auch Politiker manchmal Söldner anzuheuern. Manchmal? Ohne die Politiker hätte ich keinen Job mehr. Sie suchen immer nach einem Weg, ihre Interessen durchzusetzen. Und er war keine Ausnahme. Ich sollte seine Vergangenheit auslöschen. Einen alten Freund beseitigen, der zu viel wusste. Tja, sein alter Freund erwies sich als eine Asari-Kommandokämpferin. Autsch! Da könnte man ins Grübeln kommen. Was? Nein. Alina und ich waren alte Freunde, sozusagen. Als wir uns trafen, hatten wir beide einen Auftrag erhalten, den gleichen Turianer zu töten. Und wir wollten beide nicht, dass der jeweils andere ihn zuerst ausschaltet. Also haben wir mehr Zeit damit verbracht, uns gegenseitig zu bekämpfen, als den Turianer zu jagen. Und wer von Ihnen hat ihn schließlich ausgeschaltet? Nennen wir es ein Unentschieden. Ich habe seinen Kopf zurückgebracht und Sie den Rest von ihm. Soweit ich weiß, wurden wir beide bezahlt. Ist ja auch egal. Als ich Alina von dem Auftrag des Diplomaten erzählte, fanden wir die Sache todkomisch. Was haben Sie getan? Ich wollte auf keinen Fall den Auftrag verlieren, aber ich schuldete Alina Respekt. Also ließ ich sie den Ort aussuchen, wo wir kämpfen würden. Sie entschied sich für eine alte salarianische Raumstation voller Söldner und Schmuggler. Auf diese Weise mussten wir uns keine Sorgen über unschuldige Zivilisten Opfer machen. Sie hatte immer diese seltsamen Skrupel. Was ist dann auf der Station passiert? Zunächst nicht viel. 2 Tage lang habe ich sie durch die Station gejagt. Ich hatte schon meine ganze Munition verschossen. Ich musste einen Haufen Söldner töten und ihre Schrottwaffen benutzen. Am 3. Tag war die ganze Station ein einziger Trümmerhaufen. Die Söldner waren tot oder geflohen und die Lebenserhaltungssysteme zusammengebrochen. Aber ich hatte sie. Sie hatte sich in der Krankenstation eingeschlossen. Sie versuchte, sich selbst zusammenzuflicken. Verdammt zähes Mädchen. Und dann gerieten die Dinge außer Kontrolle. Ich wollte sie mir gerade vornehmen, als der Stationskern instabil wurde. Ich habe es gerade noch zurück in mein Schiff geschafft. Die Asari-Kommandokämpferin hat es wohl nicht rausgeschafft. Ich habe die Station aus der Ferne beobachtet. Ich habe sie nicht entkommen sehen. Und als die Station hochging, blieb nichts übrig, das größer als ein Turianer-Hoden wäre. Also bin ich zurück zu dem Diplomaten, um ihm die guten Neuigkeiten zu übermitteln und meine Bezahlung abzuholen. Aber auf halbem Wege zu ihm bekam ich eine Nachricht von Alina. Viel Glück beim nächsten Mal. Ich bin ja nicht abergläubisch, aber wenn jemand das überleben kann, dann hat er es auch verdient zu leben. Zumindest noch für eine kleine Weile. Was war mit dem Diplomaten? Sein Auftrag lautete doch, sie zu töten. Ich erzählte ihm die Wahrheit, dass Alina überlebt hatte und mächtig sauer auf ihn war. Also bot ich mich gleich als ein Leibwächter an. Sie sind cleverer, als Sie auch sehen, Rex. Er behielt mich sogar bis zu seinem Tod als persönlichen Leibwächter und er durfte eines natürlichen Todes sterben. Das war der einfachste Job, den ich je hatte. Vielleicht ein wenig zu langweilig, aber Credits sind nun mal Credits. Bis dann, Rex. Shepard. Nette Geschichte.